Ja, hallo, schön hier zu sein. Ich bin die Christine Repon, ich lebe in München und mein Film heißt Vakuum. Worum geht es ganz kurz zusammengefasst in Ihrem Film? Es ist immer so schwierig, das so auf einen Satz zu reduzieren. Es geht um eine 60-jährige Frau, die mit einer HIV-Diagnose konfrontiert wird. Das klingt nach einer schweren Kost. Wie kommt man zu so einer Geschichte? Ich habe die Geschichte von einem befreundeten Arzt gehört. Der hatte eine Patientin, die mit einer scheinbar unbehandelbaren Lungenentzündung bei ihm auf der Station lag. Und die wäre beinahe gestorben, bis die Ärzte zufällig auf HIV getestet haben. Und dann kam heraus, dass die Frau bereits an AIDS erkrankt ist. Und das Tragische war, dass sie sich in einer glücklichen Familie wähnte. Sie hatte einen Ehemann, Kinder, Enkelkinder. Und hat dann auch eben herausgefunden, dass er sie seit Jahren mit Prostituierten betrogen hat. Das war so der Anstoß, warum ich dann überhaupt zu schreiben begonnen habe. Und der eigentliche Film ist natürlich, hat nichts mehr mit der wahren Geschichte zu tun. Das ist, in meinem Film ist es auch HIV und nicht AIDS. Und die Frau, die ist auch nicht jetzt in Todesgefahr. Es geht eher so ein bisschen um HIV als Metapher für eine Fremdheit, die sich in eine langjährige Beziehung schleicht. Und diese Geschichte, warum ist es wichtig, die zu erzählen? Was macht sie so besonders? Ich glaube, es ist die Fallhöhe, die mich interessiert hat. Also, dass man mit 60 plötzlich an dem Punkt ist, dass man sein ganzes Leben hinterfragen muss und dann eben herausfindet, dass die letzten 30 Jahre vielleicht nicht dem entsprochen haben, was man gedacht hat, was es sein sollte. Was erhoffen Sie sich von den Screenings, vom Publikum, die Reaktionen? Das ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich habe jetzt schon so ein paar Screenings hinter mir, auch in Asien war ich zweimal oder an sehr vielen Festivals in Europa, deswegen weiß ich schon so ein bisschen, wie reagiert wird. Ich glaube, man macht Filme, weil man Menschen bewegen will und jetzt in dem Film, finde ich, ist es ja auch so, dass er vielleicht auch selber einen zum Nachdenken anregt. Das sind vielleicht die zwei Dinge, die mir wichtig sind. Und wie ist die Recherche für diesen Film abgelaufen? Wie ist es zu diesen Charakteren und zu den Schauspielern auch gekommen? Also die zwei Schauspieler, die waren sehr früh besetzt und ich habe eigentlich in sehr intensiver Zusammenarbeit mit, vor allem mit Barbara Auer, die Figur auch entwickelt. Und insofern sind sicher auch Elemente, die vielleicht auch von Barbara kommen in der Figur. Aber es sind natürlich auch sehr viele Elemente drin, die ich jetzt so in Gesprächen mit zum Teil auch Freundinnen über ihre Mütter oder auch, was man halt so alles erlebt, ist dann irgendwie eingeflossen. So hat es stattgefunden. Und der Film Vakuum läuft in der Reihe Neue Deutsche Filme. Aus Ihrer Sicht, was braucht der neue deutsche Film? Ja, vor allem Mut. Aber ich finde eben nicht nur der Mut der Filmemacher, vor allem in Deutschland, in erster Linie der Mut der Redaktionen, dass sie sich auf unbequeme Stoffe einlassen und dass sie dort einfach Mut beweisen. Jetzt ist es so, wir haben ja hier die Screenings, es scheint so, als hätte das Publikum auch Lust darauf. Auf was freuen Sie sich in den Screenings, die Fragen vom Publikum? Ich finde, es ist immer spannend, egal wo man ist, eben mit dem Publikum über den Film zu reden. Und ich finde, es ist auch überall anders. Ich glaube, jedes Publikum entwickelt eine Dynamik. Ich glaube, auch jede Vorführung hat so eine eigene Dynamik. Zum Beispiel, es hat ja Stellen, wo bei mir auch gelacht werden kann im Film. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, es gibt Säle, wo es komplett leise ist. Und es gab aber auch Vorführungen, wo durchaus an manchen Stellen geschmunzelt wurde. Also ich denke, es ist immer so, man kann wenig erwarten. Ich gehe immer offen hin und bin gespannt, welche Fragen das kommen. Wo wir gerade über Dynamik sprechen, was ist Ihr Eindruck vom Festival? Wie ist die Stimmung hier und auch der erste Eindruck so vom Publikum? Ich kann das jetzt schlecht sagen, weil ich bin gerade vor einer halben Stunde angekommen und fahre auch leider morgen früh schon wieder. Ich weiß es nicht, ich finde, es ist wahnsinnig herzlich, wie man in Empfang genommen wird. Das habe ich sehr geschätzt. Also das finde ich auch, ist was Schönes, wenn man irgendwie spürt, dass die Menschen sich freuen, dass man da ist. Und die Freude, die überträgt sich dann auch. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Screening heute und viele, viele neugierige Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank. Vielen Dank.